Genau, wir wollten ja das neue Team heute mal hier im Detail vorstellen für diese Saison. Und du hattest es schon angesprochen, Marvin, ein waschechter Leipziger, 24 Jahre jung, 2012 gewann er die ADAC Formel Masters, 2013 entschied er den deutschen Formel 3 Cup für sich und 2018 dann der dritte Gesamtrang bei den ADAC GT Masters. Herzlich willkommen, Marvin. Marvin Kirchhofer, großen Applaus. Weißt du, was mich immer so stolz macht? Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal neben Radio Leipzig, wo wir beide hier arbeiten, bin ich auch ab und zu mal für Eurosport unterwegs und in meiner Freizeit, wenn ich nicht gerade Wintersport kommentiere, schaue ich auch mal so das Rennen an und finde das immer total toll, wenn es dann heißt, Marvin Kirchhofer hat wieder gewonnen, ist wieder aufs Podest gefahren. Das erfüllt mich wirklich mit Stolz, weil ich weiß, wie du angefangen hast, weil ich weiß, wie schwer der Weg auch nach oben war. Insofern ist es toll, dass wir heute Abend hier diesen Abend gemeinsam gestalten dürfen. Und dein neuer Mann, der Markus, wie fühlst du dich hier in Leipzig? Ja, bestens, schöne Atmosphäre hier, ich fühle mich wohl. Du bist ja im letzten Jahr auch schon in der ADAC GT Masters gefahren, sehr erfolgreich. Und jetzt soll es aber ganz nach vorn gehen, ne? Ja, genau, richtig. Jetzt war ich schon zweimal nah dran am Titel und dieses Jahr muss es dann klappen. Ja, wir drücken ganz fest die Daumen und werden auch gleich mal darüber sprechen. Bevor wir gleich miteinander plaudern, möchten wir auch den Kreis so ein bisschen schließen und noch zwei weitere Gäste auf die Bühne bitten, die auch etwas direkt und indirekt mit dem heutigen Abend zu tun haben. Genau so ist es. Der Sportwagenclub unterstützt nämlich an den 7 Rennenwochen 7 soziale Projekte und eins davon ist der Pink Shoe Day. Und da bitten wir mal den Volker Große zu uns auf die Bühne. Volker, das ist dein Applaus. So schüchtern heute. Ich wollte es auch gerade sagen. Guck mal, wir haben Volker sogar noch Große vom Haus Leben e.V. Volker ist auch ein begeisterter Rennfahrer, genau. Allerdings nutzt er nur zwei Räder. Und der Volker darf uns mal erzählen, wie es eigentlich zu der Zusammenarbeit mit dem Sportwagenclub kam. Die Zusammenarbeit mit dem Sportwagenclub kam eigentlich über den Thorsten Knaap. Der hat gesagt, uns geht's gut, wir wollen auch im Charity-Bereich was tun. Das Projekt, was ihr macht, finde ich okay. Sie haben sich das Haus angeguckt, dann mit dem Sven Rübner sind bei uns gewesen, haben sich angeguckt, was wir tun, haben gesagt, das finden wir okay, sind wir dabei. Und da sind wir natürlich wahnsinnig dankbar. So sieht's aus, genau. Die letzten Jahre, wer es verfolgt hat, Pink Shoe Day, waren wir schon dreimal auf dem Augustusplatz unterwegs. Das erste Jahr zusammen im Rathausturm, den gemeinsamen Marathon, 1000 Runden, wir gedreht sind. Also man muss immer zu sagen, der Volker kommt immer so auf den letzten Drücker und sagt, wir müssen mal was beim Pink Shoe Day machen. Ne? Das war so viele Jahre, es war Bestandteil der Veranstaltungsszene in Leipzig, aber so richtig den großen Durchbruch. Und dann hatte irgendeiner, keine Ahnung wer, die Idee, Michaela und Robby Clemens laufen auf dem Rathausturm auf einer 42-Meter-Runde einen Marathon. Jeder, der mitlaufen wollte, konnte das tun und ein bisschen was spenden. Ich hatte das im Radio gehört und habe gesagt, ich laufe mal mit eine Stunde. Dann fiel Robby aus. Und dann sind wir beide Bekloppten wirklich einen Marathon Runden. Über 42 Kilometer auf einer 42-Meter-Runde. Völlig wahnsinnig. Und das haben wir ihm zu verdanken. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir noch einen draufsetzen. Richtig, genau. Das hat sich weiterentwickelt die letzten beiden Jahre auf dem Augustusplatz. Da waren es mehr als ein Marathon. Und auch in diesem Jahr wird das Ganze weitergehen. Es wird wieder einen Pink Shoe Day geben. Es wird wieder einen Lauf geben. Und Volker Große verrät uns heute, was genau geplant ist. Verzeihung. Alles werde ich euch natürlich noch nicht verraten. Zum Hintergrund nochmal, der Pink Shoe Day ist eine Aktion von unserem Verein Haus Leben. Wir betreuen Krebskranke und deren Angehörige mit allen Sachen, die die Krankenkassen nicht übernehmen. Wir betreuen jedes Jahr etwa 2000 Patienten und finanzieren uns nur über Sponsorengelder etc. und solche Veranstaltungen wie Pink Shoe Day. Und Pink Shoe Day ist eigentlich ein Thema, um das ganze Thema Brustkrebs in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben noch das Ziel, den Augustusplatz mit 75.000 Schuhen, rosa Schuhen, voll zu pflastern, weil jedes Jahr erkranken 75.000 Menschen in Deutschland an Brustkrebs. Und das ist das, was wir dort als Zeichen setzen wollen. Und dieses Jahr, ich darf heute den Termin bekannt geben, wir werden dieses Jahr im September gehen, weil noch eine große Veranstaltung in Leipzig ist, von einer Berliner Agentur veranstaltet und mit der zusammen werden wir den Pink Shoe Day dieses Jahr veranstalten. Es wird am 14.09. stattfinden.
Bärbel Schäfer wird auf dem Markt moderieren. Wir werden auf dem Augustusplatz sein. Wir sind uns nicht ganz sicher, was wir denn machen werden. Vor 2 Jahren sind wir um den Brunnen rumgelaufen. Um den Augustusplatzbrunnen, genau. 444 Runden waren 60 Kilometer. Letztes Jahr auch. Letztes Jahr auch. Wir sind noch am Basteln, aber jeder, der vorbeikommen möchte, mitlaufen möchte, tut etwas Gutes. Schuhe kann man vorbeibringen. Welche Verbindung gibt es zur Corvette? Zur Corvette? Dort ist unser Logo vorne drauf. Und das haben wir dem Sportwagenclub Leipzig zu verdanken, die Sponsor des Teams sind. Und die haben uns für die eines der Rennen, das hat sich jetzt nochmal geändert, die Motorhaube zur Verfügung gestellt und sind mir natürlich wahnsinnig dankbar. Rennrad oder Corvette, wenn du die Wahl hättest? E-Bike. Oh. Da bist du noch keine 60. Hast du wirklich E-Bike oder verkaufst die Dinger ja auch? Ich fahre schon lange E-Bike. Volker, letzte Frage. Dein Engagement fürs Haus Leben und auch für den Pink Shoe Day kommt aus eigener Erfahrung. Du bist selber an Krebs erkrankt, vor vielen, vielen Jahren mittlerweile als geheilt entlassen. Aber dein Engagement diesbezüglich, weil man kann nie oft genug die Werbetrommel rühren dafür, dass man etwas tun muss gegen diese schreckliche Krankheit. Also Punkt 1 ist, man ist natürlich nie gefeit. Völlig logisch. Aber man kann selber was tun und sollte auch was tun. Ne? Und Anregungen und Fragen etc. gibt es bei uns im Haus Leben, kann jederzeit jeder vorbeikommen. Schön, dass du heute hier bist. Ebenfalls. Herzlich willkommen. Dankeschön, Volker Große. Vielen herzlichen Dank. Und wenn Sie mal ein tolles Rad brauchen, es gibt auch Fahrräder bei ihm ohne Motor. Bist du schon mal E-Bike gefahren, Michaela? Zwangsweise. Ich musste mal berichten vom E-Bike, bin die Elbe lang gefahren bei einer Veranstaltung. Ich bleib lieber beim Laufen, egal ob Fahrrad mit Motor oder ohne, ich laufe lieber. Kannst du mal das Mikrofon dem Marvin Berg, natürlich, E-Bike, natürlich. Hast du schon mal ausprobiert sowas? Tatsächlich. Oh, das Mikrofon, das fitte bitte noch an. Ist nicht an? Guck mal. Das funktioniert, ja. Oh, sehr gut, perfekt. Bist du schon mal E-Bike gefahren? Hallo? Ja, tatsächlich bin ich schon mal E-Bike gefahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das jetzt gar nicht so schlecht. Man musste weniger machen, kam schneller vorwärts. Also, ja. Das ist wie beim Autofahren. Du E-Bike auch schon mal getestet? Ja, aber nur kurz getestet. Ich habe kein eigenes. Ich bin vielleicht mal 150 Meter damit gefahren. Wenn du hörst, dass ein Mensch mal vom Nordpol zum Südpol laufen würde, würdest du den für bekloppt erklären und wahnsinnig? Und könntest du dir vorstellen, sowas zu machen? Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber wenn man sich hart darauf vorbereitet, dann ist alles möglich. Und von dem her finde ich es nicht bekloppt, sondern eine klasse Aktion. Aber ich weiß auch, wie hart sowas sein kann. Also es gab in den 70ern einen Schlager von Frank Schöbel, der wird ja nichts sagen. Der hat gesungen, vom Nordpol zum Südpol zu Fuß, nur für einen Kuss. Und es gibt einen Mann in Leipzig, der hat den Schlager so oft gesungen, dass er gesagt hat, jetzt mache ich doch mal, was Frank Schöbel da in den Hitparaden rauf und runter getrellert hat. Der ist vor 2 Jahren gestartet, ist heil angekommen und heute ist er bei uns. Jawohl, 2 Jahre lang war er unterwegs, ist tatsächlich vom Nordpol zum Südpol gelaufen, ist Botschafter des Pink Shoe Days und ist heute Abend hier Robby Clemens. Komm, hol dir deinen Applaus ab, mein lieber Robby. Jetzt muss man dazu sagen, als er nach 2 Jahren wieder nach Leipzig kam, da sah er so ein bisschen aus wie die Mischung von Reinhold Messner und dem Yeti. Er hat sich 2 Jahre lang wirklich nicht die Haare geschnitten, nicht rasiert, ist wirklich vom Nordpol bis fast zum Südpol zu Fuß gelaufen, hat alles heil überstanden und ist jetzt natürlich ein gefragter Interviewgast, weil er hat Unmengen von Dingen zu erzählen. Robby, jetzt so mit ein bisschen Abstand, wie geht's dir heute? Tun die Beine noch weh? Tut der Kopf noch weh? Ja, also ich bin ja fast 2 Jahre unterwegs gewesen und dann ist es so, dass der Körper, der ist natürlich schon hier, aber mit dem Kopf bist du immer noch unterwegs und denkst an die wahnsinnstollen Erlebnisse, die ich eben unterwegs haben durfte. So, jetzt wollen wir nochmal natürlich über deine Reise reden, jetzt wollen wir mal über eure Reise reden. Ihr seid das Team, das neue Team mit der tollen Corvette, die dann am Ende April in Oschersleben zum ersten Mal an den Start geht. Und wie lange kennt ihr euch schon? Ihr seid ja letztes Jahr zusammen in der ADAC GT Master Serie zusammen gefahren. Wie lange kennt ihr euch schon generell vom Sport her? Ja, wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Ich glaube sogar selbst schon aus dem Kartsport, wo wir angefangen haben. Sind wir zwar nicht direkt gegeneinander gefahren, aber dann in den letzten Jahren, wir waren beim gleichen Team, haben die gleiche Schule quasi besucht, Motorpark in Oschersleben. Und deswegen, die Motorsportwelt ist relativ klein, man läuft sich immer über den Weg. Von daher, ja, sind es, also
keine neuen, also beziehungsweise kein neues Gesicht für uns beide. Als das Angebot kam, mit Marvin zu fahren, was war dein erster Gedanke? Ja, das war natürlich sehr gut, weil man sucht immer einen schnellen Beifahrer. Und als ich dann gehört habe, dass ich mit Marvin fahren kann, habe ich gar nicht lange gezögert und habe dann den Deal, ja, hab ich ja gesagt und wir haben ein Paket geschnürt. Hattest du Mitspracherecht? Hat man dir so ein paar Sportler vorgelegt? Das könnte dein Partner sein? Ja, natürlich. Man muss jetzt dazu noch sagen, um die Story ein bisschen zu erklären, der Daniel, der war ja, ich glaube, 10 Jahre, wenn ich mich nicht täusche, bei Callaway. Und hatte dann quasi Ende letzten Jahres die Entscheidung getroffen, wegzugehen. Und mein Ziel war natürlich, oder beziehungsweise ich wollte unbedingt mit Callaway weitermachen. Und wir hatten dann im ersten Moment erstmal nicht die Idee, wie wo was funktionieren könnte. Und als dann die Nachricht kam, dass Markus Interesse hat, mit bei Callaway dabei zu sein, war ich natürlich auch super happy, weil Markus hat letztes Jahr einen super Job gemacht. Wäre, mal ganz ehrlich gesagt, Meister geworden, wenn da nicht ein bisschen was passiert wäre im letzten Rennen. Von daher Respekt von der Leistung und deswegen auch von meiner Seite natürlich sehr viel Zuversicht für dieses Jahr. Michi. Ja, kommen wir zu Robby. Vom Nordpol zum Südpol oder doch lieber mit 350 Sachen um die Kurven für die beiden Rennfahrer. Was? Ich hab's jetzt. Sorry, sag nochmal. Vom Nordpol zum Südpol oder lieber mit 350 Sachen um die Rennkurven fahren? Oh, was ist dir lieber? Ich habe riesen Respekt vor den Jungs, wenn ich das sehe, wie die Fahrzeuge da auf dem Kurs bewegt werden. Absoluter Wahnsinn. Und ich weiß auch, dass da absolut sportliche Leistung dahinter steht. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich laufe lieber, aber absolut großen Respekt vor dem, was ihr da tut. Gibt es denn eine Verbindung, die du zum Rennsport hast? Also ja, ich glaube, es ist so, wir lieben das, was wir auf der Straße tun. Sie beiden im Rennauto und ich, wenn ich laufe. Und darüber hinaus wollen wir noch helfen, Menschen helfen, denen es momentan nicht gut geht und die Hilfe brauchen. Hier muss man sich jetzt eure Zusammenarbeit vorstellen. Also in der Formel 1 gibt es ja das eine Team, ein Fahrer mit seinem Team und das zweite Team. Wie ist das bei euch? Wie ist das bei der ADAC GT Masters? Nein, wir fahren auf einem Auto, sprich wir teilen uns ein Auto, ein Rennen geht eine Stunde und nach 25 Minuten kann man dann einen Fahrerwechsel machen, dann springt ein Fahrer raus, der andere Fahrer springt rein, er wird dann angeschnallt und im Prinzip muss man sich das Auto teilen, man muss Kompromisse eingehen, man muss sich unterhalten, wie man das Auto abstimmt, also es ist ein Miteinander und im Formel 1 ist es ja oft ein Gegeneinander mit den Teamkollegen. Jetzt ist das ja mal beispielsweise beim Fußball relativ schwierig. Wenn der eine einen Fehler macht, dann gucken die anderen schon mal ein bisschen böse. Jetzt ist das Teamwork. Nur als Team kann man relativ erfolgreich sein. Teilt ihr euch jetzt auch das Zimmer? Teilt ihr euch die Pläne? Gibt es dann auch mal Kritik, dass du sagst, Menschenskinder, was hast du denn da wieder gemacht? Ich glaube, letzten Endes arbeiten wir hauptsächlich zusammen. Also jeder macht mal Fehler. Das ist ganz normal im Motorsport. Man muss manchmal riskieren. Nur mit dem Riskieren kann man voll gewinnen, aber auch verlieren. Das gehört beides dazu. Und letzten Endes, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich auch immer gegenseitig was lernt von dem anderen, dass man einsieht, wenn man vielleicht etwa Verbesserungsbedarf hat. Und nein, ich glaube, dass man letzten Endes hauptsächlich zusammenarbeitet, um nach vorne zu kommen. Ist das jetzt reiner Job für euch oder seid ihr auch privat befreundet? Schreibt ihr euch am Wochenende auch mal eine WhatsApp? War heute gerade mal unterwegs, tolles Mädel kennengelernt oder geht es dann doch nicht so weit? Also ich denke mal, also wir waren schon mal in derselben WhatsApp-Gruppe, aber das war über das Team Motorpark. Ich denke, wenn wir jetzt wieder zusammen fahren, dann wird man sich auch wieder öfters schreiben. Also Freundschaft ist schon da, im Rahmen dessen, was man im Prinzip beim Hochleistungssport bieten kann. Richtig. Michi. Ja, wir haben gerade gehört, Robby hat erzählt, 2 Jahre lang unterwegs vom Nordpol zum Südpol. Marvin, wenn du das hörst, was sind so deine Gedanken, wenn du daran denkst, okay, 2 Jahre lang vom Nordpol zum Südpol zu laufen? Also erstmal Respekt dafür. Ich glaube, ich würde es nicht machen oder ich könnte es nicht machen. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich bin sehr abwechslungsreich. Also ich brauche immer ein bisschen einen Wechsel. Von daher muss ich wirklich sagen, Respekt, das so durchzuziehen. Mir fällt es schon schwer, wenn ich im Fitnessstudio 30 Minuten auf dem Fahrrad eigentlich auf der Stelle fahre. Das ist dann schon relativ zäh für mich. Von daher Respekt. Ich glaube, ein cooler Teil dabei ist die Natur, die man erlebt, weil ich bin ein großer Naturfreak, ich mag es, neue Dinge zu sehen. Das würde mich auf alle Fälle motivieren, aber ich würde auf ein etwas schnelleres ein Auto vielleicht zurückgreifen, dass das Ganze etwas schneller funktioniert. Ich glaube, es geht bei bestimmten Strecken nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Gibt es denn neben dem Rennsport trotzdem irgendwie eine interessante, außergewöhnliche Reise, die du bisher schon gemacht hast? Ja, also das gehört leider zum Rennsport ein bisschen dazu. Ich war dieses Jahr in Australien, in Sydney, um genau zu sein, und dann auch in Bathurst.
War für mich das erste Mal. Unglaubliches Land. Für mich eins der schönsten Länder, was ich bisher besucht habe. Hat alles zu bieten und das ist halt auch das Tolle am Motorsport. Man sieht relativ viel von der Welt, man kommt viel rum und dafür bin ich halt auch sehr dankbar, dass man das daneben noch erleben darf. Ist das jetzt wirklich so der Traumjob, den man sich vorstellt? Wir wollten früher alle, keine Ahnung, Kosmonaut werden oder Feuerwehrmann, jetzt wollen viele Rennfahrer werden. Ist das wirklich so ein Traumjob? Man sieht euch mit tollen Mädels, man sieht euch im Fernsehen mit heißen Autos, aber steckt ja eigentlich doch viel, viel mehr dahinter. Ja, man darf das nicht so einfach sehen. Also ich glaube, da kann Markus und ich das Gleiche sagen. Wir würden jetzt nicht hier oben sitzen, wenn nicht die ganzen Jungs hier dabei wären. Und im Motorsport gehört sehr viel dazu. Auch vor allem, um am Ende erfolgreich zu sein, da gehört ein Team dazu. Da gehören die Leute, die Mechaniker, da kommen so viele Leute dazu, um einfach vorne zu sein. Auf uns lastet auch Druck irgendwo, das darf man auch nicht vergessen. Wir müssen liefern, aber das ist unsere Aufgabe. Das ist ganz einfach so, das hat jeder Sportler mit sich. Aber letzten Endes genießen wir das beide. Es ist nichts Schöneres, als am Ende des Tages auf dem Podium zu stehen, ein Rennen zu gewinnen. Und dafür lohnt es sich mit dem Team, mit den ganzen Leuten drumherum hart zu arbeiten. Ich muss mal ganz kurz, liebe Gäste, vielleicht haben wir noch so 2, 3, 4, 5 oder 10 Minuten Zeit. Weil es ist wirklich spannend, was die beiden jungen Männer hier zu erzählen haben. Und sie können sich den ganzen Abend heute noch austauschen. Das Haus hält heute noch bis morgen früh auf. Was denkt man eigentlich, wenn man so unterwegs ist mit 250, 300 Sachen? Hat man Angst? Hat man Respekt? Ich werde nochmal die Frage an Robby stellen, was er sich in den 2 Jahren gedacht hat. Machen wir erstmal bei euch. Was geht da so einem als Rennfahrer einem durch den Kopf während des Rennens? Der Druck ist groß, der Erwartungsdruck ist riesig. Was denkt ihr während eines Rennens? Ja, man will einfach gewinnen und man weiß, man darf auch keinen Fehler machen, vor allem, weil man zu zweit fährt. Es sind so viele Mechaniker im Auto, das Team, es ist ein teurer Sport und man versucht, das Auto immer heil anzubringen und man muss dann eine Balance finden, wie es ja Marvin gesagt hat, man muss Risiko eingehen, aber trotzdem keinen Fehler machen und somit hat man ein bisschen Druck. Aber ja, während einem Rennen ist es auch dann, es gibt Rennen, da hat man einfach den Tunnelblick nach vorne und gibt alles und ja, ist einfach ein schönes Gefühl. Habt ihr Angst oder ist es Respekt? Also mit 250, 300 um die Kurve zu fahren, fährt die Angst ein bisschen mit? Nein, Angst ist definitiv nicht der richtige Ausdruck. Respekt, das sollte man haben. Man hat es leider oft genug gesehen, auch in den letzten Jahren. Die Autos sind extrem sicher geworden, aber von einem Unfall ist keiner geschützt, das kann passieren. Deswegen, man sollte den Respekt beibehalten, man darf nicht vergessen, das sind Geschwindigkeiten, ne? Die fährt man auch nicht jeden Tag, von daher, ja, aber man muss ganz fairerweise sagen, man gewöhnt sich dran, das kann jeder aus dem Sportwagenclub sagen, wenn man 280 auf der Autobahn fährt, kommt einem das nach 20 Kilometern gar nicht mehr so schnell vor, aber grundsätzlich, klar, die Gefahr bleibt immer dabei, Respekt davor haben und dann passt es schon. Ich wollte gerade sagen, das Rennen ist ja das eine, was funktionieren muss. Es gehört ja auch eine Vorbereitung dazu. Ne? Also egal, ob man sich auf einen Marathon vorbereitet, die Wochen davor, die Woche alleine davor. Das ist ein Plan, der dahinter steht. Wie sieht das bei euch aus, Marvin? Ja gut, grundsätzlich klar. Jetzt ist gerade Anfang der Saison. Das heißt, wir testen viel. Körperlich über den Winter versuchen wir uns fit zu halten mit allen möglichen sportlichen Aktivitäten, die wir finden, dass es auch nicht zu eintönig wird. Und ja, dann kommt man eigentlich in so einen richtig guten Rhythmus rein. Bei mir dieses Jahr zum Beispiel, ich fahre insgesamt 17 Rennen. Das heißt, über den Sommer bin ich quasi jedes Wochenende unterwegs. Das hilft einem natürlich einfach, um nicht aus dem Rhythmus rauszukommen. Und ansonsten, ja klar, wie gesagt, Fitness ist ein anderer Punkt, den man dann unter der Woche auch noch weiter ausübt. Wie viele Kilometer schrubbt man da so in der Woche vor so einem Rennen, Markus? Also mit dem Rennauto, da fahren wir dann meistens donnerstags, da geht's los, da haben wir einen ganzen Testtag und ja, und ansonsten testen wir übers Jahr, ich weiß nicht, mal so 10 Testtage ungefähr, schätze ich mal. Und dann hat man halt noch die ganzen Fahrten im Simulator. Ich habe zum Beispiel zu Hause noch einen kleinen Simulator, da trainiere ich dann regelmäßig vor den Rennen und ja, da kommt schon was zusammen. Aber wäre es nicht einfacher, dir so ein Teil zu kaufen und dann jeden Tag irgendwie durch die Stadt zu fahren? Ja, das denke ich mir auch manchmal, aber nee, aber wenn man auf die Rennstrecke geht, das ist einfach so aufwendig, man braucht immer neue Reifen, Benzin und die Strecke muss frei sein, also man kann jetzt nicht mal kurz so ein GT3-Auto kaufen oder jeden Tag trainieren wie ein Fußballspieler, das muss man dann mit dem Simulator machen oder ja, Onboard-Videos schauen oder sich fit halten, also gibt es andere Wege. Das heißt, du sagst dann zu deinen Eltern, ich gehe jetzt mal schnell in den Keller und setze mich mal in den Simulator und dann, richtig. Ist wirklich so, ja? Ja, richtig. Das ist sehr cool.
Robby, du warst vorher in der Kältekammer, um dich irgendwie auf die eisigen Temperaturen am Nordpol und am Südpol vorzubereiten. Richtig, du hast da übernachtet. Ja, ich war bei den Heichelheimer Klößen. Die haben eine riesen Kältehalle, wo ich trainieren konnte. Die haben immer die Hochregale am Wochenende zusammengeschoben. Ich habe mein Zelt reingeschmissen und von Sonnabendmittag bis Sonntagabend trainiert. Unter anderem habe ich auch festgestellt, dass Penatencreme in der Kälte nicht gut geeignet ist, sondern Gleitcreme da besser funktioniert. Das waren so Erkenntnisse in der Kältehalle. Wir haben ja gerade von unseren beiden gehört, was sie während des Rennens denken. Die sind fokussiert auf das Ziel, auf die Geschwindigkeit, hochkonzentriert, dass nichts passiert. Jetzt sind die ja ein bisschen kürzer unterwegs als du. 2 Jahre, meistens auch alleine oder zum Schluss alleine. Was waren so für dich die Gedanken, die dich am Überleben, das Überleben gesichert haben für dich? Naja, also du weißt schon, dass du am Nordpol startest und da einen Marathon rennst bei minus 45 Grad. Und ich glaube, das ist schon einzigartig, denn wenn steht man mal am Nordpol, wenn kann man Grönland durchqueren, wenn läuft man durch Südamerika, kann's Peru, ist eine Wüste, da denkst du schon, das ist ja sehr anstrengend. Und dann kommt nochmal die Atacama-Wüste, wo du wochenlang unterwegs bist und dich freust, wenn mal die Farbe von dieser Straßenbemalung wechselt. Ne? Du, wochenlang siehst du weiß und auf einmal wird es gelb. Das ist natürlich ein Riesenereignis, wenn es von gelb auf weiß wechselt. Ist ein Riesenschritt für dich am Ende. Oh, nochmal ein schönes Autogramm, natürlich. Hattest du Angst? Gab es einen Moment, wo du wirklich mal Todesangst hattest, wo du nicht wusstest, wie es weitergeht? Naja, das Problem ist natürlich in Mexiko, diese Drogenbanden, die Narcos, El Salvador oder Guatemala, wo jeden Tag hunderte Menschen erschossen werden. Und da geht man schon mit einem gemischten Gefühl auf die Straße. Aber nie ist was passiert. Die Leute haben den Verrückten da gesehen, der dann mit seinem Kinderwagen unterwegs war. Und die haben eher uns Respekt entgegengebracht, als wie, dass sie uns da überfallen hätten. Deine Familie ist ein bisschen größer geworden, während du nicht da warst. 2 Enkelkinder sind dazugekommen und hast nicht mal irgendwas tun müssen, ne? Also 2 Enkel sind geboren worden während meiner Abwesenheit, das stimmt, ja. Wie ist das bei euch? Wir haben die Quick Girls gesehen, wir alle denken an Menschenskinder, näher kommt man gar nicht ran als die Rennfahrer. Ist das für euch jetzt eher Lust oder Last? Weil ihr wisst natürlich auch, die ganzen Kameras sind auf euch gerichtet. Jede Bewegung, jede Reaktion wird irgendwie festgehalten, manchmal auch missgedeutet. Ist das für euch so ein Ballast, den ihr am liebsten loswerden wollt, oder gehört es einfach dazu, zum Showgeschäft? Nee, das gehört einfach dazu. Das war schon immer beim Motorsport und ist auch gut so. Und das ist kein Ballast. Wie ist das bei dir? Guckt der Papa auch schon mal, wer da stehen darf und wer nicht? Nein. Also, wie Markus schon sagt, ich glaube, das ist einfach ein Teil davon. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es sieht ja auch gut aus. Also, ist ja auch für alle, glaube ich, was schön ist, dass das auch bei dem Event noch mit dazugehört. Von daher ist man da auch froh drüber, dass es natürlich auch so noch stattfindet. Was nervt denn eigentlich am allermeisten bei so einem Rennwochenende? Gibt es da irgendwas, wo er sagt, muss ich das jetzt wieder? Aber es gehört einfach dazu. Gibt es da irgendeinen Moment? Ja, es sind oft Abläufe, die wiederholen sich immer wieder. Man muss jedes Wochenende die Lizenz zeigen, man muss die Unterwäsche zeigen, den Helm, also sämtliche Klamotten. Ja, die feuerfeste Unterwäsche. Ach so, okay, also man muss, sind viele Prozesse, die wiederholen sich einfach. Dann muss man oft sehr, sehr früh aufstehen. Und man kann einfach nicht den ganzen Tag fahren. Es sind auch viele andere Sachen drumherum, was viele Leute nicht wissen. Ja, aber das gehört einfach dazu. Man gewöhnt sich und das muss man halt so mitnehmen. Dafür kann man dann Rennen fahren. Genau, ihr seid ja in der ganzen Welt unterwegs in so einer Saison. 17 Rennen, unterschiedliche Zeitzonen. Wie geht man denn mit den unterschiedlichen Zeitzonen um? Wie bereitet man sich da vor, Marvin? Am besten mit Urlaub verbinden vorher, wenn es geht. Das ist normalerweise ganz gut. Funktioniert leider unter der Saison nicht so gut, wenn man ein Wochenende nach dem anderen hat. Aber grundsätzlich, wenn man 2-3 Tage vorher anreisen kann, wenn das geht, ist das die beste Vorbereitung. Temperaturunterschiede, ihr kommt von 15 Grad hier und habt dann eben auch wie am Nordpol minus 45 Grad. Wie geht der Körper damit um? Kann man sich da irgendwie drauf vorbereiten? Ich glaube, der eine kommt besser damit klar, der andere schlechter. Mein extremes Beispiel war, ich war in Australien plus 35 Grad, eine Woche später in Schweden minus 35 Grad. Das war relativ spannend, aber es ging eigentlich. Also ich mache viel Sauna, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich mag es eigentlich. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, jedem so ein bisschen seins, ob man damit besser oder schlechter klarkommt. Habt ihr irgendwelche Rituale vor den Rennen, Markus?
Ja, ich persönlich nicht, aber mein Vater klopft mir mal dreimal auf den Helm, bevor ich ins Auto steige. Und ja, das ist eigentlich das Ritual. Und du glaubst daran? Hat es schon mal Unglück gebracht, als er es nicht gemacht hat, oder? Er macht es eigentlich immer, deshalb Marvin, weiß bei dir? Nicht. Ich habe nur einen Glücksbringer. Nur beim Rennen trage ich den, ansonsten nie. Was war so das Verrückteste, was ihr mal erlebt habt, als ihr mal Rennen gefahren seid? Gab es da so eine Situation? Ja, als ich mich in Macau bei 265 km/h gedreht habe, das auch inzwischen in YouTube mit über 1 Million Klicks. Also das war so der verrückteste Moment. Lass mich schön. Ho, 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 ho! Hört ihr mich alle hier drin? Ich bin 500 Kilometer hierher gefahren, zu Ehre der Fahrer, vom Auto, vom ganzen Team. Aber ich bitte doch euch, ich bin auch nur Gast wie ihr, könnt ihr vielleicht 10 Minuten noch ein bisschen Piano sein, dass wir wirklich alle was davon haben. Und dann können wir anfangen zu feiern. Dankeschön. So. Marvin, Glücksbringer, der ist immer dabei. Wo, was für ein Glücksbringer ist es? Ich habe eine Kette. Und seit 5 Tagen die gleiche Kette wie mein Patenkind. Und ja, vorher war da ein M dran, halt für meinen Buchstaben quasi. Mhm. Und seitdem jetzt ist es der gleiche Glücksbringer, den er auch hat. Sehr schön. Das Auto kostet viel Geld, die Reifen, du hast es schon gesagt, Sprit, das ganze Team. Ist das überhaupt noch finanzierbar? Man muss sich immer die Frage stellen, wo kommt das ganze Geld her? Die Fernsehgelder alleine können es ja nicht sein. Lohnt sich das überhaupt noch für euch als Fahrer, für das Team? Denn irgendwie muss ja das Geld reinkommen. Ja, ich glaube, das ist zum einen natürlich ein großer Dank erstmal an das Team, weil die versuchen natürlich immer das Beste für uns Fahrer erstmal zur Verfügung zu stellen. Ich meine, man kann letzten Endes für wenig Geld auch fahren, aber dann stehen wir am Ende des Tages nicht auf dem Podium. Das Team braucht das Geld, um das Auto einmal natürlich immer mit gutem Material auszustatten. Das fängt bei den Bremsen an, geht über die Reifen, über alles Mögliche. Letzten Endes, klar, wir wollen ja gewinnen und nicht einfach nur mitfahren. Und dann kommen halt die Jungs hier dazu, die das Ganze ermöglichen, dass wir das auch zusammen mit dem Team machen können. Und wie gesagt, letzten Endes ist es ein ganz großes Team, was dahinter steht, um es zum Schluss überhaupt ja, erfolgreich ausüben zu können. Ich glaube, viele interessiert auch, ob ihr noch Hobbys habt oder ob wirklich das ganze Leben aus Rennsport besteht. Gibt es irgendwas, was ihr in eurer Freizeit macht? Markus? Ja, neben dem Motorsport arbeite ich noch bei meinem Vater im Familienbetrieb und ich studiere noch. Ich mache jetzt gerade meinen Masterabschluss, fange jetzt auch mit meiner Masterarbeit an, wahrscheinlich während der Saison, aber ja, das kriege ich unter einen Hut. Welche Richtung geht's? Immobilienwirtschaft. Okay, bei dir? Ja, ich versuche neben dem Motorsport noch ein bisschen andere Sportarten auszuüben, versuche mal wieder was Neues zu finden. Im Sommer bietet es sich natürlich an, Wakeboarden zu gehen und ja, über den Winter, wenn es sich ergibt, natürlich auch gerne mal Skifahren gehen. Ansonsten reise ich halt sehr gerne. Das ist so ein bisschen mein zweites Hobby, einfach ein bisschen die Welt zu sehen. Ja. Du hattest mal einen Sponsor, einen ganz speziellen, habe ich gelesen. Mir wurde extra aufgeschrieben, ich soll nachfragen. Ich habe heute früh mal geguckt, es war eine Sex-Hotline, ja? Stand da vorne drauf. Ich war ganz offiziell auf der Webseite. Also, wie kam es denn dazu? Ja, das war livestrip.com. ja, ich habe es extra nicht gesagt. Ja, von denen wurde ich unterstützt, also werde ich auch noch unterstützt. Das ist jetzt das Logo Netline ist auf dem Auto, das ist ein bisschen freundlicher für die Serie. Die betreiben die Homepage. Ja, und es kommt dazu, dass wir vom gleichen Ort kommen. Okay, die kennen mich, okay. Die sind auch Motorsport begeistert, waren am 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring immer dabei und so durch hat es sich dann ergeben. Das soziale Engagement, was wir heute schon mal angesprochen haben. Also Robby ist für das Haus Leben unterwegs, Marvin für das Myelin-Projekt. Heiko Agata sitzt da oben, der sich natürlich auch seit vielen, vielen Jahren engagiert. Wie wichtig ist das, dass man auch diese Balance findet? Auch mal ein bisschen was zumindest an Manpower zurückzugeben für Menschen, für Dinge, die wichtig sind, die leider da sind und Menschen, die einem die Hilfe brauchen. Ja, auf alle Fälle ein ganz wichtiger Punkt. Also mit Heiko bzw. mit dem Myelin-Projekt seit 2011 haben wir natürlich immer versucht, wir haben durch den Sport eine extrem große Reichweite medial. Das war das, was wir versucht haben, natürlich an die Leute heranzubringen, einfach das Ganze, die ganze Unterstützung über die Leute heranzuholen, es bekannt zu machen. Ich glaube, im Sozialen, beziehungsweise jetzt in den Projekten untereinander gibt es keine Konkurrenz. Jedes soziale Projekt arbeitet eigentlich quasi miteinander, versucht sich miteinander zu unterstützen und auch logischerweise an die Welt nach außen heranzutragen. Genau, die neue Saison steht an. Gibt es ein Rennen, auf was ihr euch besonders freut? Markus?
Ja, ich finde eigentlich alle Rennstrecken schön. Ich vermisse nur den Lausitzring. Das war eigentlich immer so einer meiner Lieblingsstrecken. Aber so, ja, im Prinzip finde ich wirklich alle Strecken genial. Die sind sehr vielfältig. Mal den Red Bull Ring mit den langen Geraden. Dann hat man eine ganz enge Strecke in Tschechien, in Most. Also es ist immer Action. Der Sachsenring ist toll mit den schnellen Linkskurven. Also ich freue mich eigentlich auf jede Rennstrecke. Welche Ziele habt ihr für die neue Saison, Marvin? Das Ziel ist, glaube ich, relativ klar. Also für Markus hat es letztes Jahr fast gereicht, für uns auch. Deswegen versuchen wir es vielleicht zusammen dieses Jahr zu schaffen, das Rennen die Meisterschaft zu gewinnen. Müssen natürlich schauen, es ist ein langer Weg. Wir haben 7 Rennwochenenden mit je 2 Rennen. Da kann viel passieren. Man braucht auch das Quäntchen Glück, um zum Schluss ganz oben zu stehen. Aber mit dem Team, mit Markus als Piloten, bin ich da sehr optimistisch, dass wir da Gutes erreichen können. Ich bin mir sicher, ihr seid vorbereitet. Wann genau geht's los? Es geht Ende April los. Ich glaube, am 24. April geht das Wochenende los. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, und vorher sind noch offizielle Testfahrten. Und jetzt ist auch bald der erste Rollout in Hockenheim. Ich glaube, am 12. April, wenn alles klappt. Und dann sitze ich auch das erste Mal in der neuen Corvette. Ihr habt noch nie drin gesessen jetzt. Das ist jetzt quasi, ihr durftet schon mal angucken. Ja, also wir sehen jetzt, also ich sehe das Auto jetzt auch zum ersten Mal. Ich bin auch noch nie mit der neuen Corvette gefahren. Ich bin mal mit dem alten Modell gefahren, aber das ist, glaube ich, schon 4 oder 5 Jahre her. Also für mich ist das jetzt auch eine Premiere. Steigt man da mit gewissem Respekt rein oder ist das schon so eine Art Routine? Ja, also ich bin jetzt schon viele Rennautos gefahren, aber ich freue mich, weil ich weiß, es ist ein sehr gutes Auto, die Corvette. Ich bin ja mit der alten Corvette schon mal gefahren und gerade der Drehmoment von dem Auto, also da freut man sich dann. Privat? Fahrt ihr auch Auto oder doch eher Fahrrad? Wie ist das bei euch? Wenn Fahrrad, dann E-Bike. Das wollte ich. Aber ihr fahrt schon auch gern zu Hause privates Auto. Also dann eher gemächlich oder auch schon mal am Rande? Ja, wir sind da unter uns, ihr könnt es ja ruhig sagen. Wie viele Punkte in Flensburg hast du? 0. 0. Und du? Ich glaube einer. Ja gut, das ist... Robby hat kein Auto, der läuft alles. Genau, der läuft lieber. Und bevor wir uns gleich in die neue Corvette setzen, wollen wir doch auch von Robby noch wissen, was sind deine Ziele für dieses Jahr? Die nächsten Abenteuer, was steht an? Naja, eigentlich bin ich jetzt gerade außer Dienst. Ich war ja fast 2 Jahre unterwegs. Du fährst auch mit dem E-Bike jetzt, ja? Na, ich schreibe erstmal ein Buch, dann halte ich viele Vorträge und das ist das, was ich mache. Ich möchte den Menschen erzählen, was ich erlebt habe, weil ich möchte keine Rekorde aufstellen, wenn ich laufe, sondern meine Kilometer sind die Menschen, denen ich begegnen darf. Und von diesen Begegnungen möchte ich ein Stück weit erzählen, weil sie total spannend sind, lustig, aber auch nachdenklich. Und ich glaube, das ist jetzt meine Aufgabe erstmal. Dann laufe ich für Haus Leben, das machen wir alle zusammen. Und das sind meine Aufgaben in den nächsten 1-2 Jahren. So, ihr Lieben, jetzt habt ihr es geschafft. Jetzt könnt ihr euch gleich stundenlang unterhalten. Vielen herzlichen Dank. Es ist für mich auch eine Premiere gewesen, mal mit 2 Rennfahrern zu talken. Vor allem, finde ich, wir kennen uns schon so viele Jahre. Bist ein richtiger Mann geworden, Menschenskinder. Es ist gar nicht so einfach, sich auch verbal durchzusetzen, wenn es hier ein bisschen lauter ist. Großes Kompliment. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Wir werden das im Fernsehen natürlich verfolgen und in der Presse. Und das Wichtigste ist, dass ihr eure gesteckten Ziele erreicht. Egal, wo am Ende ihr dann mal landet, verdient hättet ihr es, am Ende mal ganz oben zu stehen. Und wenn nichts mehr geht, laufen wir mal vom Nordpol zum Südpol mit den beiden Jungs. Das wäre auch eine lustige Sache, oder? Gerne. Robby, also, letztes Aprilwochenende in Oschersleben geht's los. ADAC GT Masters, 17 Rennen insgesamt. Und das Wichtigste ist, dass wir uns in 1-2 Jahren gesund und munter wieder hier treffen. Dankeschön, Markus. Dankeschön, Marvin. Dankeschön, Robby. So. Sven, er hat noch nie in dem Auto gesessen. Darf er sich mal reinsetzen? Komm, setzt euch mal rein jetzt hier. Komm, wenn mal Deutschland... Achso, ja, bitte? Ja, nur einmal ganz kurz noch, was ich sagen möchte. Ganz großen Dank an dich, Sven. Du hast das alles organisiert. Auch vielen Dank an meinen Vater. Ich weiß gerade nicht genau, wo er sich rumtreibt, aber... vielen Dank an euch beide, vielen Dank an den Sportwagenclub, dass wir da so ein cooles Event hier zur Saisoneröffnung gestemmt haben. Ja. Papa ist immer Feuer und Flamme.